Servus und willkommen zu einer neuen Folge World of Warcraft. Jetzt wollte ich Jagged Alliance 2 sagen. Eieieiei. Ich bin das absolut noch nicht gewohnt, dass ich hier in World of Warcraft bei jeder Folge euch begrüße. Da muss ich mich noch dran gewöhnen, auf jeden Fall. Und der Paladin nervt mich gerade. Eieieiei. Was ist denn das für ein hässlicher Mensch, okay? Furchtbar. Furchtbar, nie hat man seine Ruhe. So, schnappen wir uns hier die beiden mal. Und die müssen jetzt diese Schlüssel für die Gefängniskäfige dabei haben. Müssen wir mal schauen. Einen haben wir schon, wunderbar. Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Und Nummer 2 haben wir auch, prima. Wie müssen wir den retten? Ich habe da jetzt gar nicht aufgepasst. Und jetzt sind schon wieder die falschen Quests hier. Das brauchen wir nicht. Stinkys Flucht brauchen wir nicht. Und jetzt sehen wir das hier auch. 5 Gefangene müssen wir retten. Okay, das wären 2 Schlüssel erstmal. Da können wir ihn hier schon mal retten. Dann fehlen uns noch 4. Und da vorne an der Windmühle können wir auch das Quest-Item benutzen, wo dann quasi die Raptoren angreifen werden. Was haben wir da? Königsblut. Bringt uns das noch was? Grün. Ja, wir können es mal testen. Wir können es mal testen. Vielleicht kriegen wir einen Skillpunkt. Kräuterkunde 180, prima. Retten wir ihn hier noch. Da haben wir noch einen Schlüssel über. So, aber jetzt erstmal hier das Quest-Item benutzen. Einmal die 7. So, dann nehmen wir ihn hier. Mal gucken, was hier passiert. Ach, da kommen die Raptoren, alles klar. So, alle mal herholen. Und einen Schlüssel haben wir wieder. Prima. Dann brauchen wir noch 2 Stück, dass wir die restlichen 3 insgesamt befreien können. M-Fuchs, sehr interessant. Sehr, sehr interessant. Ja, du kommst mal zu uns. Einen Schlüssel brauchen wir noch, gell? Nehmen wir ihn da hinten noch mit. So. Okay, der hat keinen Schlüssel gedroppt. Dann heilen wir uns nochmal ganz kurz. Und bam, einmal in die Fresse. Und auch kein Schlüssel, schade. Schade, schade, schade. Das ist so schade. So, nehmen wir ihn noch mit. Irgendeine andere Quest gab es hier, aber ich weiß nicht mehr, wo man die herbekommt. Da musste man, glaube ich, irgendwelche Dokumente sammeln. Sorry, wo hast du die Schlüssel her? Einfach alle töten. Wenn du die Quest hast, werden random gedroppt. So. Einmal einen richtigen Smiley, hoppala. Sodala. Haben wir jetzt einen Schlüssel? Nein, haben wir nicht. Dann versuchen wir es bei ihm nochmal. So. Ja, der letzte. Prima. Musst am Turm annehmen. So, und jetzt hoffentlich nervt er uns nicht weiter. Okay, wir haben soweit alles. War das irgendein Random Drop von den Gegnern hier, dass man dann die... Waren das die Ältesten hier? Ich weiß es nicht. Also irgendwelche von denen haben, glaube ich, so ein Item gedroppt, womit man eine Quest starten konnte. Wir töten jetzt einfach noch 1, 2 und dann schauen wir mal. Na, nehmen wir ihn noch mit. Nee, die droppen nichts. Dann würde ich sagen, halten wir uns hier nicht länger auf als nötig.
Da machen wir die Quest eben nicht. Ist ja kein Beinbruch. So. Einmal hier so vorbeigelaufen. Dann gehen wir erstmal zu den Spinnen. Da haben wir wieder Katkas Schnurrbart, oder? Nee, Lebenswurz. Bringt uns das was an Skill-Punkten? Ja, tatsächlich. Gelb ist es. Ich hätte gern noch was von diesem Katkas Schnurrbart. Übrigens werde ich die ganze Zeit gefragt, was ich für Add-ons benutze. Leute, klappt doch mal die Videobeschreibung auf. Da ist alles so ausführlich beschrieben und mit Download-Links. Das ist doch nicht so schwer, Menschenskinder. Hier. Einfach mal die Videobeschreibung lesen. Da steht extra noch ganz groß drauf, dass man das aufklappen kann. Mehr Infos im Klapptext oder so schreibe ich da immer hin. Müsst ihr einfach nur einmal hinschauen. Da sind sogar so lustige schwarze Zeichen dabei, dass das ein bisschen besser ins Auge fällt. Aber manche schaffen es trotzdem nicht. Das ist... Leute, Leute, Leute. So, da haben wir auch noch was. Was ist das? Blassblatt, okay. Wo ist denn das? Blassblatt. Da, es ist sogar noch gelb. Wunderbar. Hoffen wir nur, dass er uns nicht angreift. So, na, das war ja klar. Aber jetzt holen wir uns erstmal die Augen von den Spinnen. Da, alles klar. Dann können wir das hier mal schließen. Was haben wir da? Eine Natter, die haben wir, glaube ich, schon getötet für den Erfolg. So, da sind die Spinnen. Mal gucken, ob wir ein paar sammeln können. Ihn hier vielleicht, dann ihn hier und er kriegt noch eine Waffe an seinen Kopf geschmissen. Und dann buffen wir uns mal, dass wir genug Wut haben. Ja, das hat uns ja viel gebracht. Klicken wir hier einmal auf den Buff, dass wir mehr Wut bekommen und dann sagt sie, habe nicht genug Wut. Ich muss mal gucken, ob man dieses Gelaber ausschalten kann. Das nervt euch als Zuschauer sicher ein bisschen. Wie gesagt, ich höre das nicht mehr. So, 4 Augenhammer und 6 Augenhammer. Prima. Dann schauen wir mal. Du kannst herkommen. Und du kannst herkommen. Und du kannst auch herkommen. Nee, kannst du nicht. Weil der Skill noch nicht ready ist. Aber jetzt ist er ready. Da, einmal du. Ja, Leutchen hier. Ey. Also bei so Spinnen muss ich, glaube ich, ein bisschen mehr aufpassen, weil die halt auch Gift draufzaubern. So, 8 Augen. 10 Augen. 13 Augen. Und 15 Augen. Wunderbar. Dann kommst du noch mit und dich stimmen wir mal an. Und mit den dreien sollte das dann fertig werden können. So, mal gucken. Ja, das war nur eins. Wenn die jetzt beide jeweils zwei droppen, dann haben wir das. Und dann können wir auch schnell wieder die Quest abgeben gehen. Dass wir hier tatsächlich vielleicht noch ein Level schaffen, das wäre natürlich prima. So. Oh, der hat sogar 3 gedroppt, alles klar. Ja, dann haben wir jetzt ein Auge zu viel, ist auch kein Problem. Dann können wir das einfach zerstören, das brauchen wir ja nicht. So, dann können wir eigentlich direkt zurück zum Turm, beziehungsweise hier hinten zum Irrlichtanwesen, um die Quests abzugeben. Und dann schauen wir mal. Wir können ja mal grob überschlagen, was es dafür Erfahrung gibt. Welche war das denn? Jarl braucht Augen. Das sind knapp 4500, okay. Und lass die Raptoren los. 4900, dann haben wir hier noch 4, dann sind das... Ja, nehmen wir die einfach mit. Dann haben wir 8500 und eins gab's noch. 8500, welches war das denn? Eieieiei, jetzt übertreiben sie aber mal wieder. Ja, auf jeden Fall gibt es so, ich denke mal, 12.000, 13.000Quests, wollte ich schon sagen, Erfahrungspunkte. Das ist
Auf jeden Fall nice. Dann sind wir hier schon bei knapp 40 bis 45%. Also das geht schon richtig, richtig schnell. Und stimmt, die können wir ja hier abernten. Und ein Cutgas-Schnurrbart sogar bekommen. Wunderbar. Na, das war nur graues Zeug. So, da vorne ist auch schon der Turm. Schau mal, dass wir hier ohne Kampf durchkommen. Und da haben wir wieder was. Ja, tatsächlich, Cutgas Schnurrbart. Jan greifen wir immer ganz fix an. So, da, da. Jan, erstmal hier die Pflanze abernten, bevor sie uns jemand klaut. Weil, wie der Todesritter vorhin, fliegen hier teilweise ziemlich viele hochstufige Spieler rum, die hier ungefähr alles abgrasen, was es gibt. Also das ist teilweise schon echt übertrieben. Da hat man als Levelnder dann ja die Arschkarte gezogen, wenn gerade so einer in dem Gebiet ist, wo man gerade questet. Sodala, Unteroffizier Lukas. Hallo? Kann ich ja. euch helfen? Ja, du kannst uns helfen. Lass die Raptoren los. Der Unteroffizier versucht gar nicht erst, sein Grinsen zu unterdrücken. Gut, das sollte den einen oder anderen Angriff verhindern. Ja, jetzt schauen wir mal. Einmal schilternd, Leder brauchen wir nichts. Die beiden bringen uns sogar gleich viel Geld. Dann nehmen wir das mal. Braucht ihr etwas? Und Gefangene der Grimmtotem. Die befreiten Gefangenen sind bereits auf dem Heimweg vom Dorf der Schwarzhufe. Die Informationen, die der Hauptmann von den Gefangenen erhalten wird, werden uns in unserem nächsten Kampf gegen die Grimmtotem einen Vorteil verschaffen. Ihr habt den Dank meiner Männer und mir. Ja, super. Dafür kann ich mir leider nichts kaufen. Dann erstmal zum Irrlichtanwesen und dann werden wir hier unten mal... hier unten sage ich schon. Doch, im Prinzip schon. Unten unter Wasser werden wir mal ein bisschen tauchen. Da kriegen wir nämlich so eine Quest, wo wir tauchen müssen. Und aus diesen Wrackteilen ein paar Items einsammeln müssen. Sodala. Ich sollte vielleicht mal wieder was trinken. Ich merke schon wieder, dass mir meine Stimme nachlässt. Gesunde Cola. Und ja, Sinan sollte natürlich die Hand an Maus und Tastatur lassen, wenn er kämpfen entgehen will. Aber ich glaube, bis wir hier hinten sind, dürfte er wieder von uns ablassen. Mal gucken. Ja, tatsächlich, wunderbar. Was kann ich für euch tun? Wo sind diese Augen? Hier sind diese Augen. Ihr habt die Augen, ihr habt die Augen. Leckere, leckere Spinnenaugen. Manche Augen, wenn man sie anstarrt, starren sie zurück. Die esse ich zuletzt. Sie leisten einem Gesellschaft draußen im Sumpf. Was ein Freak. Hallo, kleine Spinnenaugen. Hallo. Ihr seid so lecker wie Hühnchen. Glibberiges, salziges Hühnchen. Ja, der hat einen sehr außergewöhnlichen Geschmack. Gourmet ist das garantiert nicht. Hungrig wie ein Oger. Hier trifft man schon ab und an jemanden. Nette Leute. Hab mal einen Oger getroffen. Oger werden hungrig, genau wie ich. Ich werde nie vergessen, was er gesagt hat. Er sagte, Patsch, großer Oger, ich hungrig, geht Fische hauen. Bringt Patsch Essen, ihr füttert Patsch oder Patsch frisst euch. Ich habe ihm also Fische besorgt und er hat die Fische gegessen. Und seitdem esse ich auch Fisch. Die Köpfe schmecken am besten, die sind so schön glitschig. Eieieiei, was ist denn mit ihm los? Zermalmt die Köpfe nicht, das macht die Fische unglücklich. Traurige Köpfe schmecken nicht gut. Bringt mir glückliche Fischköpfe und ich werde die Fischköpfe essen und auch glücklich sein. Ja, du bist ein kompletter Freak, alter Mann. Hallo? Jarl braucht eine Klinge. Ich habe zu schneiden. Ich kann euch nicht sagen, was ich schneiden werde, aber ich brauche eine Klinge. Eine ganz bestimmte Klinge. Manche Leute sprechen von einem Schwert. Ich nenne es eine Schwingklinge. Helft ihr mir? Diese Fischmenschen, Murlocs oder wie auch immer sie heißen. Einer von ihnen wird Messerwirbel genannt. Hat ständig so ein großes Schwert bei sich. Lebt nördlich von hier am Strand. Ich brauche sein Schwert, aber schlaf nicht noch darüber. Was ich schneide, das hält nicht ewig. Ja, den haben wir ja schon vor einigen Folgen gesehen. Der läuft hier vorne rum, dann würde ich sagen, müssen wir eh in die Richtung, also gehen wir mal dahin. Das passt eigentlich auch perfekt mit dem, mit der anderen Quest zusammen, wo wir zu diesem einen Taucher müssen. Entschuldigung, ich war gerade abgelenkt, deswegen hat das eventuell ein bisschen abgehackt geklungen. Was haben wir hier? Einmal Golddorn. Ja, das holen wir uns natürlich. Kommen wir da irgendwie hoch? Ich will da hoch. Dunkelzahn, Giftspucker. Ah, vielleicht können wir uns da hochmogeln.
Nee, der ist ein bisschen weiter weg. Mal gucken, vielleicht nähert er sich uns. Dann können wir uns, wie gesagt, da in Anführungsstrichen hochcheaten. Aber ich glaube, das wird nichts mehr. Nee. Versuchen wir es mal von hier aus. Na, das könnte vielleicht klappen. Nee, der ist immer noch zu weit weg. Hm. Ja, Geist, ich weiß, dass du Aufmerksamkeit brauchst, weil du ungefähr gar keinen hast mehr im Leben, aber ich wollte eigentlich zu der Spinne da hoch. Müssen wir mal gucken, ob wir da hinten hochkommen. Das schaut ein bisschen flacher aus. Na, das könnte tatsächlich klappen. Schauen wir mal. Ja, das schaut doch gut aus. So, wo ist Golddorn? Ich habe doch hier Golddorn gesehen. Ach, das ist wahrscheinlich hier vorne. Ich würde sagen, wir beenden die Folge hier mal und in der nächsten Folge geht's dann hier weiter mit ihm hier, mit dem Golddorn und mit den Murlocs und mit dem großen Murloc. Und ich würde sagen, bis morgen. Ciao.